Amsterdam Vlog. Es geht ins Ausland, Leute. Die TwitchCon steht vor der Tür und deswegen mache ich mich mal so langsam bereit. Und dann Abfahrt, würde ich sagen. Ist eine Messe für Streamer von Twitch und die findet in Amsterdam statt. Ich fahre mal dahin, guck mir mal an, was es dort so gibt. Ich bin dort auch für die Twitch Rivals eingeladen und deswegen let's go. Und wenn ihr natürlich gerne Vlogs schaut, Leute, gerne natürlich Like-Button jetzt schon da lassen. So, angekommen. Ein bisschen Industrial-Style hier. Finde ich ein bisschen der Look, ne? Offener Kleiderschrank und so weiter. Aber ansonsten klein und putzig, würde ich sagen. Reicht auf jeden Fall für die Nächte. Hab sogar, ich würde mal sagen, Meerblick. Ich würde mal sagen, das nenne ich mal Meerblick, oder? Guck mal, ich sehe Wasser. Das reicht doch. Sieht ein bisschen aus wie Industriegelände. Ist es auch. Ja, aber ansonsten bin gut angekommen. Und jetzt muss ich erstmal die Messe Tickets abholen. Und dann schauen wir mal. Ciao. Ist das Vlesk? Haben die Vlesk einfach aufs Poster gepackt da für die ganze TwitchCon? Aber ja, bin angekommen, Leute. Da findet die Party morgen statt. Ich muss jetzt hier irgendwo Tickets abholen, mal gucken. Ey, heute ist nur Ticket-Abholtag, aber holy moly, ich hätte nie im Leben gedacht, dass die Messe so krass besucht wird. Ich dachte, es wird so eine voll die Mini-Messe, aber es ist alles voll hier. Alle wollen hier heute die Tickets abholen, man kann heute noch gar nicht wirklich in die Halle. So, einen kleinen Golf-Curry. Jetzt fahren wir erstmal zur Messe, irgendwo da hinten hin. Und ich darf mir das schon mal ein bisschen angucken, wie das Ganze aussieht. Weil ich bin ja bei dieser Twitch Rivals dabei und da darf ich da ein bisschen Challenges machen. Oh, das ist cool. Bin mal gespannt, ich kenne da keine Sau, Leute. Das sind alles international, Spanisch, Französisch, da ist alles dabei. Ist ja kein einziger Deutscher, den ich kenne oder so was, außer vielleicht gleich auf dem Plakat. Aber schauen wir mal. Jetzt düst erstmal der Golf-Curry los hier. Oh. Das ist ein Hintereingang, das ist auch einen Namen wert. Weil das ist wirklich Hintereingang. Weil hier ist absolut gar nichts. Jetzt vorne aus. So richtig Backstage, wie es nur Backstage sein kann. Ist doch so. Ist aber schön. Mit See und so. Guck mal. Cool, oder? Ist hier schön mit See. Wie sieht das hier nicht in der Messe aus? Aber ich komme hier schon hinten rum rein. Tja, so sieht die Messe noch vor dem Tag aus. Sehen würde ich sagen. Ja, jetzt bin ich mal auf die Twitch Rivals Bühne gespannt. Das ist ja schon irgendwie sehr interessant, dass sie da überhaupt mitmachen darf. Keine Ahnung. Habe ich irgendeinen Twitch-Mitarbeiter zu verdanken? Kit oder Phil oder so. Das ist groß, Leute. Sonst auch. Das ist eine krasse Arena. Das ist wirklich eine komplette Game Show hier. Da werden morgen Zuschauer sitzen. Es wird eine krasse Feier. Mal schauen. Erstmal müssen wir hinpflanzen. Irgendwas wollen die uns zeigen. Ach, Watch zeigt, okay. Boah, das ist... Alter, ist das geil. Leute, das nenne ich mal Setup, oder? Guck mal, wie geil das organisiert ist. Chat. Ah, das ist Big Screen. Sehr cool. Da steht sogar mein Name im Overlay drin. Alles vorbereitet. Ja, wunderschönen guten Tag. Ja, cool. Was haben wir hier noch? Ah, hiermit können wir die Earnings und die Standings einblenden. So bin ich da. Hallo Kid, let's go. Kid, sehe ich dich irgendwo auf der Bühne? Junge, komm mal rum. Oh, das wird eine krasse Show, Leute. Es ist eine fette, fette Bühne. Es ist absolut Ehre, dass ich hier überhaupt sitzen darf. Na?
Schon nervös? Hallo, übel. Ich muss voll aufs Klo. Ich könnte jetzt wieder aufs Klo rennen. Oh, oh. Und du musst gleich auch noch verstecken oder so immer. Oh, ja, ich muss rennen. Was? Da ist der Dumme. Das ist der berühmte Streamer. Ja, was? Ich bin ein perfekter Yu-Gi-Oh!-Duellist. Guckt euch das an. Okay, es geht los, Leute. Ich glaube, die Qualität ist nicht so gut, wenn ich weiter weghalte. Ne? Ich muss schon so reden, damit ihr das halbwegs hört. Aber egal, Leute, nehmt mit, was ihr mitnehmen könnt. Ich glaube, wir fangen direkt mit dem Nanny-Spiel an. Das alles, was wir... Ja, ja, die Spielzeuge zählen, ja. Ah, okay. Also Skateboard können wir nehmen und die in der Kiste, hier sind alles. Wir nehmen nicht diesen komischen Ball, Digga, dieser Ball ist übel dumm. Ja, ja, Ball ist dumm. Wir hätten die Stange drauf lassen sollen. Hätten wir die Stange draufgepackt, wäre das noch entsprechend hoch. Mal schauen, ob wir anders Punkte holen können. Mann, Alter, warum haben wir die scheiß Stange nicht drauf gelassen? Hallo! Na, wie war's für euch? Lief erstmal ganz gut. Danach. Aber warte mal, ich muss es so machen, Entschuldigung. Weil mein Mikro schaut in eine Richtung. Hi. Ja, ich habe gesagt, es sah super süß aus, wie du da unter der Decke gelegen hast. Oh. Und nur so dein Kopf raus, na, und die Brille so ein bisschen. Hast du die Top-Down-View gehabt oder das was? Ist, ja, nein, na, ja, auch. Die hatten wir. Ja. Aber auch, wenn man so geguckt hat, hat ja, glaube ich. Ausschlaggebende Sachen. Wir hätten es einfach lassen sollen, aber wir wollten ja noch mal ein bisschen draufpacken. Da, wie gesagt. Das ist die Becky nur so nebenbei. Hallo. Ach, stimmt ihr jetzt? Ist das von genau, das wird auf unseren Channels alles übertragen und das ist unser cool. Setup hier. Crazy, ne? Ja, das ist super. Crazy. Und da treten jetzt gleich Rumatra, Reapers und ein anderes Team an, die ich nicht kenne. Und das ist das nächste Minigame, was wir spielen müssen. Da müssen wir halt durch diesen Parcours die kleinen Sachen navigieren und oben rausnehmen und dann Weitwurf machen. Desto weiter wir halt in den Topf treffen, desto mehr Punkte gibt es. Ist aber super, super schwierig, Leute. Es macht Spaß, aber ich bin immer ein bisschen verwirrt, weil eigentlich habe ich zum Beispiel Amar in meiner Liste mit Mickey. Der Mickey ist ausgefallen. Ja, deswegen ist jetzt die Jessie dran. Ja, genau. Das hat mir leider noch keiner rechtzeitig gesagt. wir sagen mal so, Mickey hat bestimmt ein paar gesundheitliche Probleme. Nein, ich weiß es nicht, aber das ist meine Vermutung. Deutscher Twitch Rivals Kanal, falls ihr auch da gerne vorbeischaut. Ja. Oder Deutscher Twitch Rivals Kanal. Oder Just Becky, da schaue ich nämlich auch in den Chat, wenn ich mal in den Chat schaue. Ich finde, wir haben gut. Guck mal, wir sind die Zweitbesten aus der Gruppe. Zweitbesten aus der Gruppe ist solid. Schon eine geile Arena, oder? Und da sind die Digitaler, wo jetzt digital spielen. Da steht sogar mein Name drauf. Darf ich das Schild mitnehmen eigentlich? Puh, ein bisschen fällt die Puste, aber let's go.
jetzt für uns los, oder? Ist es Kamera Pass? Ah. Ey, Stan, du musst auch Start klicken, ne? Ich hab schon. Ich hab schon. Okay, klick Start. Ja, Branding und Hack sein Profil. Ich muss Branding finden, ne? Ah, du musst hoch. Okay. Wir müssen da runter. Runter, du musst runter. Runter. Ja. Und runter. Einfach straight runter. Nice. Ich sag dir einfach mal, was du machst und dann spielen wir es so. Hoch, ja, runter. Jetzt einfach straight runter. Nochmal hoch. Schade. Oh mein Gott. My bad, sorry. Ich sehe die Linien, alles gut. Du musst runter. Ah, okay. Achso, das wusste ich nicht. Ja. Oh, nice. Okay, runter. Nice. Oh Gott, das war schön, schön das gespielt. War, schön das gespielt. War fummelig, aber gut gemacht. Detail erfolgreich entschlüsselt. Okay, haben wir. Hast du nicht irgendwie eine Liste oder so? Ich habe die IP-Adresse, aber bringt mir das was? Ah, ich muss nach der IP-Adresse suchen. Warte, habe ich gleich? Habe ich? Warte. 129138, zack, hab ich. Der Maulwurf ist Duke Cameron. Oder Cameron Duke. Ne? Vier richtig, waren wir. Okay. Was müssen wir jetzt machen? Stop the list transfer. Wir müssen umleiten. Hab ich. Okay, lass Gas geben, wir schaffen das. Ja. So, und wir müssen gleich beide gleichzeitig die Notbremse ziehen. Muss WCD sein. Es gibt B? Wie Wolke, C wie Computer, D wie Dominik. Ja, hab ich. Rot, grün. Okay, wenn es mehr als einen roten gibt, dann aktiviere den letzten roten. Ich finde, wir sind gut vorwärts gekommen. Wir sind fast am Ende gewesen. Das ist das letzte Game für heute, ne? Das ist das letzte Game, genau. Danach sind wir fertig. Das entscheidet nochmal, ob wir weiterkommen oder nicht. Genau. Kannst du direkt reinwerfen? Noch mehr Bananen, ne? Direkt Bananen. Erstmal So. Ich mach gerade ein Erdbeerding. Du musst mir Bananen... erstmal Erdbeeren. War jetzt Erdbeeren als nächstes, die eine Banane schaffen wir nicht mehr. Ey, die wackelt schon, ne? Ja, geh schon Erdbeeren machen. Ich werf dir jetzt aber die ganze Zeit Sachen rüber. Ich meine, das ist ja, die werden ja nicht schlecht. Ne, werden die nicht. Da liegt eine Erdbeere, die du reinschmeißen kannst. Ja. Ich brauch noch ein Glas, ne? Ich hol's mir schnell. Ja. Für 3 Sterne reicht's nicht, aber. Egal, das schaffen wir noch. Wir haben eine Order gefailt, das war der eine Fail. Müssen wir den Level jetzt nochmal spielen, oder? Okay, hier können wir überall hin, beide. Okay, was haben wir? Für einen Smoothie Erdbeeren. Mach du Dings. Mach du. Unsere Bananen. Oh, die werden durchrotiert. Alter, wie krass ist das denn? Hast du das? Ah, du hast es schon. Hab schon. Ich mach nochmal Bananen. Also, du musst auch gleich abfüllen, ne? Ja, mach ich. Ich hab schon eine Melone geschnitten. Hier so. Muss noch Ananas rein. Ananas. Bei mir bitte nichts reinmachen. Eine Banane. Mach das. Lief das eine, oder? Sollen wir eins überskippen? Ja. Reicht nicht für 3 Sterne, aber wir haben 2. Ja. Okay, wir haben noch wahrscheinlich einen zweiten Run. Du musst einen Teller gleich sauber machen für mich. Ja. Können wir mal neu starten. Ja, schön. Das waren die 4 Games. Ich glaube, es reicht nicht aus, um ins Finale morgen zu kommen, aber ich glaube, wir haben trotzdem einen guten Platz. Vielleicht 6., vielleicht 7. Overcooked, gerade die letzte Map, mega reingeschissen. Da sind die noch dabei, am zu stacken. Amar ist 11. Chef Strobel, wir sind 9. Hätten wir das Rohr gelassen, hätten wir das uns locker 3-4 Plätze mehr gebracht. War geil. Mega geile Bühne. Also Props geht hier an Twitch raus, dass sie hier wirklich eine geile Show aufgebaut haben, die mega gut funktioniert hat. Folgt mir auf Instagram, Ausrufezeichen Insta, wenn ihr weiterhin hier auf dem aktuellsten Stand sein wollt, was hier abgeht. Also haltet die Ohren steif und was auch immer. Ansonsten die Leute... So, ich muss beenden. Tschüss!